Moin Leute und herzlich willkommen zu Freitag! Yeah! Freitag! Ich liebe euch alle. Ja, es ist Freitag und wir sind hier wieder bei One Piece. Heute machen wir erstmal hier noch ein bisschen Erfahrung hier holen, Erfahrungspunkte farmen. Das hier sind ja relativ gering. Ich war schon mal überlegen, ob ich das nicht mehr mache, um einfach die Energie einzusparen. Aber da das jetzt hier nur 2 Energie oder so weiter kostet, ich glaube 2 Energie pro Runde, denke ich, egal. Dafür gibt es dann zum Schluss dann ein paar Berries. Und deswegen mache ich die trotzdem noch 3-mal am Tag. Für alle Leute, die unter 100 sind, ist das natürlich mega cool. Ihr könnt ihr jetzt 2-mal machen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Seit dem letzten Update könnt ihr diese Runden 2-mal machen. Das wollte ich mal gesagt haben. Weil ihr seht hier hinten natürlich eine kleine Zahl. Hier steht 2, hier steht 1. Das heißt, die beiden könnte ich jetzt noch einmal machen. Genauso wie hier, das mit den Früchten und so. Sorry, ich bin noch total müde. Ich bin gerade aufgestanden. So, machen wir die nächste Runde hier. Oh, ich bin voll müde. Ich bin voll im Eimer. Das war eine Nacht heute. Das ist unglaublich. Ich wollte die Folgen eigentlich gestern Nacht machen, aber ich war so im Arsch, dass ich gedacht habe, komm, du gehst jetzt erstmal pennen. Und versuchst das irgendwie so zu schaffen. Wie gesagt, tut mir mega doll leid, dass ich so im Eimer bin, aber was soll ich euch sagen? So ist das Leben, ey. So ist das Leben. So. Damit wären wir auch soweit. So. Jetzt machen wir die goldene Kristalle und dann gucken wir mal, was da heute schon drin ist. Ne? Wird uns, denke ich, mal auch gefallen. Können wir auf Automatik auf jeden Fall durchlaufen lassen. Ja. Noch, wie lange ist es jetzt noch? Noch 4 Wochen? Ne, noch 3? Noch 4 Wochen? Dann bin ich im Urlaub. Also jetzt, von dem jetzigen Zeitpunkt, wo ihr die Folge seht, noch 3 Wochen. Das heißt, ich habe noch 3 Wochen Zeit, mich auf alles vorzubereiten, euch die Folgen fertig zu machen, hochzuladen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das klappt alles soweit ganz gut. Vor allem auch, dass die Folgen halt rechtzeitig halt hochgeladen werden. Und in der Zeit kann ich wahrscheinlich keine Kommentare beantworten. Das heißt, wenn ich aus dem Urlaub komme, setze ich mich wahrscheinlich erstmal 3-4 Stunden hin und beantworte eure ganzen Kommentare. Weil das absolut mega viel sein wird. Ich habe ja jetzt schon mittlerweile jeden Tag über 20, 30 Kommentare, die ich beantworte. Ist jetzt noch nicht so viel, finde ich vollkommen in Ordnung. Solange ich noch, euch noch antworten kann, werde ich das auch tun. Also wenn es irgendwann über 100.000, keine Ahnung, Kommentare sind unten in der Leiste, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr alle beantworten können. Aber ich denke, da bis dahin wird es noch lange, lange hindauern. Und ich denke mal, wenn ich dann so an die 10.000 Abonnenten habe, dann wird das auch ganz anders laufen. Da werde ich jemanden einstellen, der die Kommentare beantwortet oder so. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Wenn, dann werde ich das selber beantworten. Aber man muss dann halt so ein paar Abstriche machen. Und das kriegt man schon alles hin. Ich denke mal, ich werde da so leichtes Management machen. Dann werde ich ein paar Leute mit einbeziehen und sowas. Das Problem ist, bei mir im Umkreis hier in meiner Stadt, wo ich hier wohne, ja, da gibt es absolut keine YouTuber. Das finde ich voll schade. Ich hätte gerne halt mit dem einen oder anderen YouTuber gerne was zusammen gemacht, aber also so richtige Sendung oder halt so außerhalb der Wohnung, außerhalb der 4 Wände quasi, so Real Videos. Da habe ich auch voll viele Ideen zu, aber kann sie halt nicht umsetzen, weil mir einfach die Leute halt fehlen. Also die Schauspieler quasi, die ich halt dazu dann animieren möchte. Aber ich hoffe, dass das mit der Zeit halt sich alles von alleine klärt. Ich denke mal, umso mehr Abonnenten ich bekomme, umso mehr Leute werden dann nachher vielleicht doch noch Interesse haben, mit mir vielleicht ein Video zu machen aus meinem Freundeskreis. Ich versuche das ja immer wieder, die zu überreden, aber irgendwie haben die alle keine Lust darauf. Das ist unglaublich, ja. Ich finde das schade. Ne? Man hat so viele Sachen, die man noch machen könnte, aber irgendwie finde ich keine Leute. Schade, schade. Boah, tut mir tierisch leid, Leute. Ehrlich. Boah, ich bin so fertig, ey. Ich bin so. Also die Nacht, die war echt. Ohne Scheiße, tut mir echt mega leid. Aber die Nacht, die war so horrormäßig. Das tut mir auch mega leid. Aber ich bin einfach voll im Arsch heute.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es Alkohol war oder da wenig Schlaf. Weil irgendwie habe ich in letzter Zeit so das Problem, ich schlafe irgendwie nur 4 bis 5 Stunden und bin dann schon wieder hellwach. Ja? Das heißt, ich brauche nicht mehr so 12 Stunden wie früher Schlaf, sondern 4-5 Stunden reicht vollkommen aus, dann stehe ich stramm. Ich habe sowieso nicht. In der Woche muss ich sowieso nur 4-5 Stunden schlafen, aber dass mir das auch am Wochenende passiert, hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich mega, mega scheiße, quasi. Am Wochenende, gerade wo man dann ausschlafen könnte, ne, ist natürlich mega scheiße. Aber was soll ich machen? Wenn mein Schicksal so vorausgesehen hat, dass ich halt keinen Schlaf mehr bekomme, dann muss ich das halt akzeptieren. So sieht's aus. Obwohl ich eigentlich ein sehr ruhiger Schläfer bin. Also ich kann mich ins Bett legen und schlafe innerhalb von 10 Minuten ein. Hat ja auch nicht jeder. Ne? Manche brauchen ewig lange, bis sie eingeschlafen sind. Das ist, die Leute tun mir echt leid. Ehrlich, tut mir echt voll leid. Ich bin da ziemlich, ne? Ich habe das einfach das Glück, dass ich halt sofort einschlafe. Dafür schlafe ich aber nicht lange. Ist natürlich auch blöd. So, die letzte Runde bei den Goldsplittern. Danach können wir noch ein bisschen XP farmen und dann steige ich hoffentlich hoch auf Level 131. Bin ich mal gespannt, was es da für eine Belohnung gibt, aber wahrscheinlich wird es nur wieder Gold sein. Aber vielleicht für mein Glück heute vielleicht doch an meiner Seite und ich kriege dann hier so ein, keine Ahnung, so Energie. Das könnte ich nämlich gut gebrauchen für die Folgen für den Urlaub. Deswegen. Boah, jetzt ist aber gut, meine Fresse, ey. Ich bin hier die ganze Zeit am Gähnen. Ey, ich tue mir voll leid. Ich weiß auch nicht. Normalerweise habe ich das nicht so extrem. Ganz komisch. Ich glaube, ich werde gleich erstmal nach der Folge, werde ich erstmal aufstehen, ein paar Runden über Block laufen, damit ich wieder fit werde. Und dann machen wir die Folgen halt weiter. Für den Urlaub würde ich ja noch ein paar Folgen machen. Und ja. Wie hat euch eigentlich die Folge von Sonntag gefallen? Sonntag habe ich ja so eine kleine Special-Folge hochgeladen. Ich wollte ja eigentlich Samstag hochladen, aber da war ich ja viel unterwegs, deswegen hat das nicht so ganz funktioniert. Und zwar mit den T2-Karten zerschreddern. Ja, wenn es euch das gefallen hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich sowas ja dann nochmal. Ja, nur halt als Hauptfolge quasi. Ja, war ja eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, T2-Karten zu zerschreddern. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ne? Das macht schon eine Menge aus, wenn man T2-Karten zerschreddert. Macht echt eine Menge aus. Da kann man Karten bekommen, die man sonst nicht bekommt. Und ja. Da muss man halt gucken, was man will. Und dann klappt das auch. Boah, Leute, ich glaube, ich lege mich gleich doch nochmal pennen, statt zu laufen. Boah, heftig. Meine Augen fangen schon an zu tränen, ist das wahr? Meine Augen fangen an zu tränen, weil aus Müdigkeit. Allein aus Müdigkeit, das ist echt mega. Mega krass. Aber egal. Wir ziehen das durch, ich bin hart im Nehmen hier. Außerdem ist Freitag. Also für euch, für mich ist ja gerade Sonntag. Quasi. Ja. Natürlich doof. Aber ihr kennt das ja. Ich drehe immer am Wochenende vor für die ganze Woche. So habe ich auf jeden Fall mega Zeit in der Woche, die ich auch brauche auf jeden Fall. Weil in der Woche schaffe ich es einfach nicht mehr, Folgen zu machen. Ich habe früher, als ich noch nicht so viel Zeit, als ich noch mehr Zeit hatte, da habe ich sogar noch Livestreams gemacht. Jeden Tag Livestreams von 4 bis 5 Stunden. Plus zusätzlich noch hier Folgen für YouTube halt in der Woche. Und dann habe ich meistens 2 bis 3 Folgen am Tag hochgeladen. Aber diese Kapazitäten kann ich einfach nicht mehr leisten, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Das ist zwar schade, aber was soll ich machen? Ich war auch am Überlegen, ob ich... jetzt ist ja WoW, der neue Teil rausgekommen, die Legion. Da war ich erst mal überlegen, ob ich mir das hole und ob ich das Let's Playen soll, die komplette Story. Und dann habe ich nachher gedacht so, boah, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Ich lasse das lieber, weil ich will mich ja sowieso, wollte ich mir jetzt nach meinem Urlaub, würde ich mir das One Piece Spiel kaufen, Burning Blood
und wollt euch, wollt das ja auch mit euch zusammen dann spielen. Und ja, das wird natürlich ein bisschen was dauern. Also jetzt noch. Und dann wird mein Kanal wahrscheinlich sowieso ausgelastet sein, wenn ich dann 3 Folgen Burning Blood mache und dann noch hier Sailing World und sowas alles, dass ich mich da so ein bisschen auf dieses One Piece stürze. Ich hätte natürlich ein richtig geiles MMO von One Piece, dass man also wirklich so schön die komplette Story, also dass man die komplette Welt hat irgendwie von One Piece. Oh, 5 Sengoku-Splitter, habt ihr gesehen? Voll geil. 5 Sengoku-Splitter. Wenn das so weitergeht, habe ich bald meinen nächsten Sengoku zusammen. Können wir ja eigentlich mal gucken, wie weit ich damit bin. Mein nächsten Sengoku. Gucken wir doch einfach mal. Hier, gucken wir, wie viele blaue Fasanensplitter ich schon wieder habe. 674, ey. Das ist Wahnsinn. Nur durchs Farm. So, Jinbei habe ich auch schon 400 wieder. Das ist sogar mega geil. Vista, Jutsu. Burgess. So, Crocodile fehlen mir nicht mehr viel. Fehlen mir noch 2 Splitter, dann habe ich das durch. Das dürfte ich eigentlich heute noch schaffen. Dann geht Crocodile auf jeden Fall auf das nächste Level. Garp brauche ich auch nicht mehr so viele. Das ist auch schön. Bartholomeus brauche ich noch ein bisschen mehr. Also Kuma. Kizaru habe ich auch bald wieder einen voll. Ray. Ah, Ray dauert noch ein bisschen. Doflamingo dauert auch noch. Whitebeard dauert noch. Sengoku habe ich jetzt 44 Splitter. Weil mir fehlt nämlich noch ein Sengoku, dann geht mein Sengoku auf 5. Und dann ziehe ich die Ulti in jeder Runde. Also in der ersten Runde direkt. Oh, ein Locken. Das habe ich ja total vergessen. Früchte, ja geil, Früchte. Früchte, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber obwohl, doch. Könnte ich doch vielleicht gebrauchen. So, wir machen nochmal einen Klassendraw, sehe ich gerade. Along. Schade. Schade. Sonst wäre schöner gewesen. Aber egal. So, dafür kriegen wir auf jeden Fall schon mal hier nochmal ein paar Liedersteinchen. Die brauche ich ja sowieso, deswegen war das gar nicht so verkehrt, dass ich den zweiten Draw heute auch noch gemacht habe. So, da wollen wir einmal hier Energie machen. Dann ziehen wir das hier eben mal kurz durch, dass wir mal eben das Level up machen. Level 131, das kriegen wir glaube ich von der Zeit her noch so ein bisschen hin. Deswegen mache ich direkt das, was 4.000 bringt. 40.000 bringt. Was wäre ich besser? 40.000 oder 400.000? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Muss ich gleich mal gucken. Wir werden mal sehen, wenn wir die Runde geschafft haben, wie viel das gebracht hat. So. Noch einmal Money platt machen. Genau, nicht 40.000. 400.000. So, eine Runde noch, dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Dann haben wir Level Up. Dann können wir auch eben die Punkte einfarmen. Und vielleicht sogar noch 2 Union-Straws machen. Ich weiß nicht, ob ich die gestern gemacht habe. Bin mir gerade nicht so sicher. Werden wir gleich sehen, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Ja, werden wir ja gleich feststellen, würde ich sagen. So. Zweimal kämpfen, 2 Runden noch. Einmal hier die 4 Krabben und dann noch die letzte Krake. Dann müssen wir damit durch sein. Krakis. Ich finde das schön, dass sie den Boss genommen haben. Ach, seht ihr, ich wollte doch noch den Bosskampf machen. Das habe ich jetzt total vergessen. Egal. Passt schon. Kriegen wir hin. Ah ja, und einige von euch haben sich ja von mir gewünscht, dass ich mal hier so surferübergreifende PvP-Kämpfe mache. Das kann ich durchaus machen, da gucken wir mal. Da mache ich dann so nochmal Folgen fertig, aber ich denke, weiß nicht, vielleicht mache ich nächste Woche das schon oder erst nach meinem Urlaub. Da müssen wir erstmal gucken. Auf jeden Fall werde ich nach meinem Urlaub, kriege ich ja nochmal Urlaub. Weil ich glaube, wenn ich aus meinem Urlaub wiederkomme, muss ich noch 3 Wochen arbeiten, dann habe ich wieder 3 Wochen Urlaub. Und zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja gut, vielleicht ein bisschen mehr als sein. So, Level Up. Jawohl, das gibt auch nochmal Energie, das ist schön. Auf jeden Fall werde ich das dann so machen, dass wir
dass ich da so ein paar Folgen irgendwie vordrehe oder so. Vor allem diese Spezialfolgen. Übergreifende Surfer, PvP und so weiter und so fort. So, gucken wir mal. Wie, gibt's keine Belohnung dafür? Boah, erst ab Level 135 und dann gibt's nur 620.000 Gold. Das ist natürlich schon ziemlich wenig. Kapitel X Level geschafft. Okay. Luftkissenschuhe. Ich kriege wobei wieder meinen nächsten Shanks, wie ich das hier sehe. Das ist schön. Aber ich brauche sowieso noch zwei, um den nächsten Level hochzuziehen. Bringt mir also nicht viel. Aber egal. Scheiß drauf. So, wir gucken, holen jetzt uns erstmal hier die Punkte ab. Die wir brauchen. Jawohl. So, gucken wir mal hier. Holen wir uns noch schon mal ein Vista ab. Und. Ne, leider kann ich euch keine Kisten-Draws zeigen, weil ich die gestern schon gemacht habe. Das ist blöd. Schade eigentlich, hätte es euch gern gezeigt. Aber, naja. Gut, den Unionsboss, den muss ich auch noch klatschen. Aber nicht mehr diese Woche. Also bei euch auf jeden Fall nicht mehr diese Woche. Ich muss mal gucken, habe ich die eigentlich abgeholt? Ja, habe ich. Habe ich hier auch. Ah, hier gibt es auch noch Berries. Ich schicke dir eigentlich immer nur diese 8 Stunden los. Dann kriege ich immer 10 Berries. Die sind auf jeden Fall immer safe. Weil wir die Kämpfe einfach zu lange dauern. Aber ich werde das mal in Angriff nehmen, dass wir hier bei Surfer übergreifend ein bisschen kämpfen. So Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch. Und wenn nicht, Daumen runter. Die zwei wissen, wer gemeint ist. Ich hack da jetzt drauf rum. Ihr seid mir wieder gegrüßt, meine zwei. Okay, ich danke euch. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.